Sehr geehrte Bad Freienwalderinnen und Bad Freienwalder, insbesondere natürlich die Ortsteil Altranfter, herzlich begrüßt, ebenso die Geschäftsführerin der Kultur GmbH, die Vertreter des Büros für Landschaftskommunikation, Herr Anders und Herr Fischer, Frau Nietzsch, Entschuldigung, Namen verabsäumt, den Vereinsvorsitzenden Altranfter Traditionsverein und natürlich auch die Presse, herzlich begrüßt, habe ich jetzt Honoration vergessen? Nicht so. Ja, begrüße Sie alle herzlich zur zweiten Sitzung des Teilweiligen Ausschusses zur Zukunftsentwicklung des Freilichtmuseums Altranft hier in den Räumen des Schlosses zu Altranft. Kommen wir zur Tagesordnung, zur Geschäftsordnung, Begrüßung und Eröffnung, Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung. Ich gehe davon aus, dass allen fristgemäß die Ladung zugegangen ist. Sollte das bei irgendjemandem nicht der Fall gewesen sein, dann bitte ich das jetzt zu monieren, kann ich nicht feststellen. Kommen wir zu der Entscheidung über Einwendung gegen die Niederschrift der ersten Sitzung vom 4.2. Gibt es Einwendungen? Auch das kann ich nicht feststellen, damit ist sie so bestätigt. Kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung für unsere heutige Sitzung. Gibt es dazu Bemerkungen, Ergänzungen, Hinweise, Zusätze, Änderungsvorschläge? Das kann ich nicht feststellen. Dann lassen Sie uns bitte die Tagesordnung so kurz durch Handaufheben bestätigen. Danke, das war, glaube ich, fast einstimmig und wir verfahren so. Zu den Ausschließungsgründen gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung. Wenn sich jemand befangen fühlt, heute in seiner Funktion hier als Mitglied im Ausschuss zu irgendeinem Tagesordnungspunkt, dann möge er das anzeigen, beziehungsweise spätestens dann, wenn der Tagesordnungspunkt aufgerufen ist. Ein kurzer Hinweis, wir werden heute eventuell gefilmt, also immer ein dienstfreudiges Gesicht machen, damit Herr Grützner doch ordentlich alles dokumentieren kann. Zu den Getränken noch kurz eine Bemerkung. Der Gastwirt hat freundlicherweise ein bisschen freundlich eingedeckt. Jeder kann sich so viel nehmen, wie er möchte. Möchte dann aber bitte nach Ende der Veranstaltung vorne das, was er konsumiert hat, auch bezahlen. Ja, soweit zu den organisatorisch-technischen Dingen. Kommen wir zu den Anfragen der Mitglieder des Ausschusses. Gibt es Anfragen der Mitglieder des Ausschusses? Ich kann das nicht feststellen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Anfragen der Einwohner. Da ja doch eine erkleckliche Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern heute hier ist. Bitte schön, Sie haben das Wort zu Fragen, Anfragen, Meinungen, Positionen. Auch das ist nicht festzustellen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Bericht des Büros für Landschaftskommunikation zum aktuellen Arbeitsstand. Berichterstatter Herr Kenneth Anders und Herr Lars Fischer. Vielleicht kurz zur Vorbemerkung. Heute Mittag hat die Steuerungsgruppe getagt. Und so als kleinen Einstieg, es gibt doch einige neue Erkenntnisse, einige neue Schlussfolgerungen, die insbesondere aus der intensiven bisherigen Arbeit des Büros für Landschaftskommunikation resultieren. Und es gibt in der Tat genügend Anlass, darüber zum einen informiert zu werden, aber zum anderen auch die Dinge, die jetzt vorgestellt werden, vielleicht auch nochmal gemeinsam zu besprechen und zu diskutieren. Bevor Herr Kenneth Anders wird, ja, das Wort nimmt, ich habe allen Abgeordneten einen Vorschlag, so wie beim letzten Mal festgelegt für den Sitzungsplan des Jahres 2015 auf dem Tisch liegt, hat jetzt irgendeiner von den Abgeordneten das nicht. Ich würde einfach bitten, während der Sitzung mal kurz rüber zu schauen, sodass wir den Plan dann bestätigen könnten oder auch nicht mit Korrekturen.
Und dass er dann in diesen, Herr Seifert, wie heißt der Plan? Ins All, was eingestellt wird, sodass das auch für jedermann im Internet dann nachlesbar ist. Zum Apriltermin ganz kurz. Hier würden wir den 28. vorschlagen. 28. deswegen, weil die Steuerungsgruppe am 21. tagt. Und ja, vom 28. April bis 2. Juni sind es ja noch gerade 5 Wochen. Insofern denke ich, passt das. Ich habe einfach im Mai keinen Termin gefunden. Wenn es natürlich zwingend notwendig ist, dann würden wir unter Umständen dann kurzfristig nochmal für den Mai einholen. Aber mein Vorschlag wäre, das erstmal so zu lassen. Ja, so. Herr Anders, bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich mache das heute relativ spontan. Der Hauptgrund ist der, dass wir tatsächlich erst vor wenigen Stunden in Silo gesessen haben und der Termin in der letzten Woche ausgefallen war. Ich gebe Ihnen einen kurzen Arbeitsstand wieder. Ich werde versuchen, etwas deutlicher als bisher nochmal die Herangehensweise planerisch deutlich zu machen, die wir anstreben und die am Ende auch Auswirkungen auf das hier verfolgte Modell hat. Und sage dann was quasi zum aktuellen Stand, wie wir die versuchen, quasi diese Angelegenheit weiter zu steuern und zu einem Ergebnis zu führen. Die letzten Wochen standen sehr im Zeichen von Befragungen, Interviews, Terminen, Begehungen, Sitzungen, sehr verschiedene Formen. Wir haben also mit verschiedenen Akteuren in der Region gesprochen. Etwas, was sich in den nächsten Wochen auch noch genau im selben Rhythmus fortsetzen würde. Also sowohl mit Altranftern, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Museums, mit Herrn Grützner, mit Frau Marx von den Stephanus-Werkstätten, mit Frau Köstering vom Landesverband der Brandenburgischen Museen und so weiter. Also mit Akteuren hier in der Region, mit dem VfBQ, aber auch mit anderen Museologen oder Kulturakteuren, die eine bestimmte Sichtweise auf dieses Thema haben. Und diese Gespräche protokollieren wir und versuchen sie dahingehend auszuwerten, ob Lösungsansätze für die Zukunft des Museums daraus erwachsen. Ganz besonders wichtig ist uns die Befragung, die Hanna Blonski in den letzten 2 Wochen hier in Altranft gemacht hat. Sie hat also mit ungefähr 30 Altranftern und Altranfterinnen gesprochen, auch in sehr unterschiedlichen Konstellationen, meistens zu Hause am Kaffeetisch. In der Regel ist sie mit kaffeezitternden Händen dann immer wieder zurückgekommen ins Büro, weil sie den ganzen Tag Kaffee getrunken hat. Hat auch mit sehr vielen Altranftern gesprochen über ihr Verhältnis zum Museum, hat auch mit dem Team über die besondere Situation dieses In-Situ-Museums gesprochen und hat alle diese Gespräche auch protokolliert. Das sind aus unserer Sicht sehr aufschlussreiche Befragungen gewesen. Nicht, dass die Altranfterinnen und Altranfter das nicht wüssten, wie es hier um diese besondere Gemengelage bestellt ist. Aber diese Befragung wird uns doch dabei dienlich sein, das spezifische Verhältnis eines In-Situ-Museums zu seinem Dorf nochmal neu zu beschreiben. Man muss sich einfach nochmal vorstellen, ein transloziertes Museum ist eine Einrichtung, die außerhalb eines Siedlungsgebietes in der Regel liegt, die als reiner abgeschlossener Museumsbetrieb funktionieren kann. Hier dagegen haben wir es eben zu tun mit einem Museum, das sich selber auch als Teil eines Dorfes verstehen muss. Und das stellt besondere Herausforderungen an das Museum. Und was diese Befragungen ergeben haben, was es mit der besonderen Geschichte dieses Gutshauses auf sich hat und mit vielen anderen Dingen, das wird Ihnen Frau Blonski gemeinsam mit uns gerne vortragen. Geplanter Termin ist kurz vor Ostern, 1. oder 2. April. Wir werden den Termin dann auch noch bekannt geben. Hier im Café soll das dann stattfinden. Und da wird sie ihre Befragungsergebnisse vorstellen und auch ein bisschen darlegen, was aus ihrer Sicht daraus folgt für die lokale Arbeit eines solchen Museums. Das will ich jetzt inhaltlich gar nicht weiter darauf eingehen, weil wir das eben zu diesem gesonderten Termin dann nachher vorstellen. Dann haben wir heute eine zweite Steuerungsgruppensitzung gehabt und bevor ich deren Ergebnisse darlege, möchte ich nochmal schildern, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind, von denen wir ausgegangen sind und was für Annahmen den Schlussfolgerungen zugrunde liegen, die wir dann getroffen haben. Zum Ersten sind wir uns darüber einig in der Steuerungsgruppe, dass das
Freilichtmuseum Altranft gemessen an dem Maßstab eines großen Museums mit einer großen Sammlung, mit einer regelmäßigen Ausstellungstätigkeit, mit einem mehrere Gebäude umfassenden Bestand an Immobilien und mit einem kompletten Jahresprogramm mit großen Events in den ganzen letzten Jahren unzureichend ausgestattet war. Und dass das dazu geführt hat, dass eigentlich dieser Museumsbetrieb, wie er professionell hätte stattfinden müssen, substituiert worden ist durch eine Menge Hilfsmittel, um also quasi ein Grundprogramm das ganze Jahr über zu erhalten. Darüber sind wir uns im Wesentlichen alle einig und man könnte sogar wahrscheinlich sogar pauschal einfach sagen, wenn man es richtig machen wollte, eine Arbeit wie ein klassisches Museum, also so zu arbeiten, wirklich mit einer ganz normalen beruflichen Hierarchie, mit einer professionellen Hierarchie, dann müsste man wahrscheinlich den Personalbestand ungefähr verdoppeln. Ja? Also den Kernpersonalbestand. Und dann würde man damit auch wahrscheinlich immer noch nicht ganz hinkommen. Jetzt ist gleichzeitig allen klar, wir sind im Moment in einer schweren Krise dieses Museums. Es ist vollkommen unklar, wie eine zukünftige Trägerschaft dieser Einrichtung aussehen wird. Und dass eine erhöhte Ausstattung in diesem Sinne dieser Einrichtung kulturpolitisch nicht durchsetzbar ist. Also wir können das 100-mal sagen, wir bräuchten gerne doppelt so viel. Aber stattdessen haben wir eher den umgekehrten Fall, dass wenn es uns gelingt, die öffentlichen Mittel, die bisher für dieses Museum zur Verfügung gestanden haben, einzufrieren, dass das schon als kulturpolitischer Erfolg gelten könnte. Auch darüber waren wir uns einig. Wenn man jetzt sagen würde, dann müssen wir eben an den Aufgaben kürzen, dann besteht die Gefahr, dass wir quasi am Ende sozusagen dann doch wieder eine lokale Einrichtung haben, deren öffentliche Forderung sich gegenüber sehr vielen anderen lokalen Einrichtungen eigentlich dann auch nicht rechtfertigt. Also denken wir, wenn man dieses öffentliche Engagement gegenüber dem Freilichtmuseum oder dem Freilichtmuseum aufrechterhalten will, ist das auf Dauer nur realistisch, wenn glaubhaft wird, dass hier ein nachhaltiges Gebilde und auch ein entwicklungsfähiges Gebilde geschaffen worden ist. Also eins, das nicht chronisch ausgehungert und unterfinanziert ist, sondern das Arbeitsweisen hat, die realistisch sind und aus denen auch was entstehen kann. Das hat viel zu tun mit der Einbindung von Ehrenamt und Engagement. Aber Ehrenamt und Engagement, bürgerschaftliches Engagement, kann man auf Dauer, wenn man es nachhaltig bewirtschaften will, nur auf ganz bestimmte Weise binden. Also es gibt bestimmte professionelle Kernaufgaben, die kann ich nicht ehrenamtlichen Leuten überlassen, weil die irgendwann dann schlechte Laune kriegen und das nicht mehr machen wollen. Und dieses Verhältnis quasi, wie kann ich die Bereitschaft von Menschen, die in den letzten Monaten ja auch immer wieder sichtbar geworden ist, wie kann ich die nutzen, um dieses Freilichtmuseum zu erhalten und zu entwickeln, das ist eigentlich eine ganz wichtige Knobelaufgabe. Und die geht nur unseres Erachtens über eine veränderte Arbeitsweise des Museums und auch mit modifizierten Zielen. Unser Vorschlag, den wir in den nächsten Monaten eigentlich mit Ihnen immer wieder diskutieren wollen, und zwar in Einzelschritten, ist, dass wir das Museum in seinen einzelnen Leistungsbereichen erstmal einzeln betrachten. Die letzten Wochen haben schon gezeigt, dass es für sehr viele Akteure sehr schwer auszuhalten ist. Es ist sehr schwer für viele, es zu ertragen, dass wir nur über Museumspädagogik reden, ohne gleichzeitig über die Parkpflege zu reden und über die Gesamtkonzeption und über die Trägerschaft. Weil alle immer den Eindruck haben, ja, wenn das alles unklar ist, dann brauchen wir doch darüber nicht reden. Wir glauben aber, dass wir nur so zum Erfolg kommen, indem wir sagen, die Bewirtschaftung des Museums, das bedeutet die tägliche Werterhaltung, die Pflege, die sozusagen hausmeisterliche und technische Bewirtschaftung, die Buchhaltung, die Sammlung, die nicht nur einen Bestand umfasst, sondern auch eine aktive Tätigkeit bezeichnet, die Organisation von Festen, die Ausstellungstätigkeit, nicht nur eine Dauerausstellung gibt es ja, sondern es gibt ja regelmäßige Ausstellungen, die Kooperation mit dem lebendigen Handwerk, die Veranstaltungsplanung und die kulturellen Kooperationen mit Partnern in der ganzen Region, die Gastronomie und die Museumspädagogik. Sie sehen, so viele Baustellen sind das. So in dieser Systematik, wie ich sie jetzt genannt habe, sind es 8 verschiedene Baustellen. Und wir glauben, wir kommen nur zu einem Erfolg, wenn wir den Mut haben, dieses Paket einmal auszupacken und zu sagen, wir betrachten diese Dinge jetzt erstmal einzeln, ohne dass von vornherein feststeht, wie das Gesamtgebilde am Ende wirklich ist. Wir haben das gemerkt, die Ungeduld bei sehr vielen Akteuren ist so groß, dass sie das eigentlich nicht wollen. Sie wollen nicht nur über eins reden, sondern über alles reden. Und wir werden dem wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch entsprechen und versuchen einen sozusagen mal gleich mal ein ganzes Organigramm vorzulegen, einschließlich offener Fragen, die darin auf jeden Fall dann enthalten sein werden. Aber erstmal scheint es uns wichtig, vom Organisationsmodell her zu sagen, wir streben an,
dass wir diese einzelnen Baustellen, diese einzelnen Arbeitsstränge des Museums einzeln uns nochmal vornehmen, gucken, wie ist das in den letzten Jahren gemacht worden, welche Erfahrungen haben die Mitarbeiter und andere Beteiligte damit gesammelt, welchen Veränderungsbedarf sehen wir und finden wir in der Region Partner, mit denen wir diese einzelnen Bereiche jeweils nochmal neu aufstellen können, sodass sie mit mehr ehrenamtlichem Engagement, aber vielleicht auch an einigen Stellen dann wieder nochmal mit einem neuen professionellen Schwung realisiert werden können. Das heißt, das Museum müsste zukünftig eine Art Steuerungsinstanz haben, die dazu in der Lage ist, sehr verschiedene Partner zu integrieren und zu sagen, okay, ihr übernehmt den Bereich der kulturtouristischen Vermarktung, das könnt ihr, und wir geben euch dafür einen Input, damit ihr das erledigen könnt. Oder es gibt andere, meinetwegen auch Körperschaften, die sagen können, wir könnten zum Beispiel die Organisation der Feste übernehmen oder wir könnten die museumspädagogische Arbeit übernehmen. Und diese alle fließen sozusagen ein in so ein Modell und die quasi die Steuerung oder die Leitung eines solchen Museums hätte dann, würde andere Anforderungen stellen, als man das in einem klassischen Museum hat, wo ich nämlich festangestellte Mitarbeiter habe, die ich ins Rennen schicke. Das wäre dann anders. Es wäre in dem Fall so, dass ich sage, da gibt es vielleicht noch den Verein oder die Körperschaft, die bereit ist, diese Strecke zu bespielen. Und wir sorgen dafür, in dem Planungsprozess in den nächsten Monaten, dass das sorgfältig durchdacht wird und dass jeder am Ende auch weiß, was er in diesem Gewinde zu tun hat. Und obendrein brauchen wir natürlich nachher einen Lernprozess von einigen Jahren, wo man gucken kann, funktioniert das auch, muss man nachsteuern, muss man den einen oder anderen Partner vielleicht auch nochmal austauschen. Das gesamte Organisationsmodell würden wir Ihnen heute gerne nicht vorstellen, weil wir daran einfach auch noch knobeln müssen. Wir werden es sozusagen vorbereiten, weil wir den Eindruck haben, dass es eilt, aber heute wollten wir nur, Sie kriegen das erstmal zurück. Warum machen Sie noch weiter? Heute wollten wir gerne erstmal nur über einen dieser Bereiche im Kern sprechen oder sozusagen vielleicht auch über zwei, drei, aber sozusagen einer, der uns im Moment als allerwichtigster ist. Und das ist der Vorschlag, dass der Altrampfter Traditionsverein, deswegen sitzt der Vorstandsvorsitzende Bernd Neumann heute auch hier, dass der für, als Hausherr und Bewirtschafter dieser Anlagen des Freilichtmuseums sozusagen instand gesetzt wird, dass er die Voraussetzung dafür erlangt. Damit ist noch keine Aussage darüber getroffen, ob der ATV das am Ende auch als ATV, als Verein macht. Das ist auch noch eine etwas zu frühe Frage. Das haben wir schon bei der Auftaktveranstaltung besprochen, dass das zu tun hat nachher mit, auch mit rechtlichen Fragen, mit Haftungsfragen, mit also diese ganzen trägerschaftlichen Geschichten. Es kann also durchaus sein, und darüber ist sich der ATV auch bewusst von Anfang an gewesen, dass man nochmal eine geeignete Struktur schaffen muss. Aber der Suchmodus, den wir im Prinzip jetzt seit einigen Wochen angeworfen haben, ist der, dass wir erstmal sagen, es gibt Akteure, die bereit sind, eine bestimmte Verantwortung zu übernehmen. Und dass sie dafür eine entsprechende Ausstattung bekommen, eine entsprechende Finanzausstattung und auch eine bestimmte Struktur mit ihnen erarbeitet wird, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden können. Das ist das, was wir dann eigentlich abarbeiten müssen. Warum kommen wir zu dieser Schlussfolgerung? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen habe ich es vorhin schon angedeutet, es gibt eine jahrelange Konfliktgeschichte zwischen Dorf und Museum. Wir haben derzeit diese Befragung und wir wollen das gar nicht weiter beurteilen. Wir glauben nur, die Beziehung zwischen Dorf und Museum ist eine der wichtigsten Beziehungen, die den Erfolg dieses Museums auf Dauer gewährleisten muss. Wenn die nicht intakt ist, hat das Museum auf Dauer keine Chance. Und deswegen denken wir, es ist aus unserer Sicht eine sehr gute Lösung, dieses In-Situ-Museum von einem Verein sozusagen betreiben zu lassen, bewirtschaften zu lassen, der tatsächlich auch ein dörflicher Verein ist. Es gibt noch ein zweites, sehr einfaches Argument, das in der Regel im politischen Diskurs nicht sehr beliebt ist, aber das kann man doch sagen, es gibt de facto nicht viele Alternativen. Also es ist nicht so, dass die Bewerber um das Freilichtmuseum Altrampft lange stehen. In Gesprächen, die wir mit dem ATV geführt haben, wurde auch deutlich, dass der Altrampfter Traditionsverein die Komplexität dieser Aufgabe durchaus vor Augen hat und etwas, was sehr vielen, sozusagen mit denen wir das in den letzten Wochen diskutiert haben, immer wieder deutlich ist, deutlich zu sagen war, übernehmen die sich dort nicht. Da sagen wir immer in allen Gesprächen, versichern uns, Herr Neumann, Herr Hemm, Herr Hoffmann, alle, Herr Bürger, sagen immer wieder, wir streben keinen allein sozusagen Herrschafts- oder Alleinvertretungsanspruch für das Museum an, sondern wir wollen mit anderen Partnern kooperieren.
Wir sind sogar auf diese angewiesen. Und das betrifft natürlich auch den finanziellen Bedarf, um in diese Verantwortung zu treten. Gemeint ist also mit Hausherr und Bewirtschafter, dass diese Basisfunktion, die im nächsten Jahr gewährleistet sein muss, damit das Ensemble aller Gebäude, die das Museum umfasst, vom Bergschmidthof bis hier runter zum Schloss, dass dieser Gebäudezusammenhang, dieser Museumszusammenhang erhalten bleibt und dass jemand da ist, der sich darum kümmert, dass diese Anlagen weiterhin gepflegt sind, dass sie auf und zugeschlossen werden und dass sie bewirtschaftet werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wir schlagen außerdem vor, dass ein seit langem relativ schwieriges Thema, das aber gleichzeitig in allen Augen auch als sehr wichtiges Thema anerkannt ist, nämlich die Organisation der Feste, die im Dorf und im Freilichtmuseum stattfinden. Es gibt ja sehr verschiedene Festkonstellationen, dass die auch in Zukunft in der Hand des Altrheinischen Traditionsvereins liegen, wobei wir uns, dass das so sein soll, natürlich mit dem ATV nochmal zusammensetzen müssen und überlegen müssen, welche Feste sollen unbedingt weitergeführt werden, in welchem Umfang sollen sie weitergeführt werden. Feste feiert man, damit sie einen Spaß machen, dass es einem damit gut geht. Es ist keine Fron, keine Pflicht, die man irgendjemandem anders schuldig ist. Und deswegen wäre es aus unserer Sicht sehr wichtig, dass man lieber nochmal überlegt, was wollen wir, was können wir aus eigener Kraft auch wirklich stemmen. Und dann kann vielleicht was Neues wachsen, wenn es gut funktioniert. Als dass man unbedingt an dem jetzigen Festkalender, so wie er war, festhält. Aber da haben alle ein Wort mitzureden, was ist ihnen wichtig und wo sind sie bereit, sich einzubringen. Klar ist auch, dass der Altrheinische Traditionsverein, um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, Unterstützung braucht. Er wird Unterstützung durch den Landkreis brauchen, er wird Unterstützung brauchen, wahrscheinlich durch die Stadt Bad Freienwalde. Wir werden uns nochmal darüber unterhalten, inwiefern eine sozusagen Unterstützung der Stadt sich auf konkrete Arbeitsinhalte in dem Museum beziehen lässt. Scheint mir nämlich eine gute Idee zu sein, denn wenn jeder, der dieses Museum in Zukunft unterstützt, weiß, welchen Strang er unterstützt, dann haben wir auf Dauer, glaube ich, auch ein besseres Modell, als wenn alle in ein relativ diffuses Gebilde irgendwie Mittel und Ressourcen reingehen. Sollte jeder wissen, sozusagen, wir sind der Support oder der sozusagen, wir gewährleisten mit die technische Bewirtschaftung oder die museologische Arbeit oder dies oder jenes. Darüber müssen wir dann einfach nochmal reden. Und im Prinzip zielt dieses ganze Organisationsmodell darauf, dass wenn der Altrheinische Traditionsverein diese Basis schafft, damit das Museum weiterarbeiten und leben kann, wir in den nächsten Wochen und Monaten auch mit anderen Partnern noch ins Rennen kommen können, beziehungsweise noch zusätzliche quasi Akteure noch mit ins Feld führen können, auch überlegen müssen, welcher Kernbestand an Mitarbeitern ist eigentlich nötig, um diese inhaltliche Arbeit nachher zu machen. Wie viel kann vom ATV selber kommen, wie viel kann von ihm, was kann von ihm nicht kommen, und auf dieser Basis können wir weiterarbeiten. Das haben wir heute so diskutiert in der Steuerungsgruppe. Das heißt, auf dieser Basis können wir jetzt uns die Zahlen nochmal sorgfältiger vornehmen, zumindest nicht ganz einfach, denn die Zahlen sind häufig auch versteckte Zahlen, liegen nicht so ohne weiteres sozusagen vor aller Augen. Und man muss sie zum Teil auch erst frei kratzen und frei schürfen, um wirklich zu sagen, was kostet dieses Museum in der technischen Bewirtschaftung wirklich. Auf dieser Basis würden wir mit dem ATV einen Betriebsplan erarbeiten, also gucken, wer muss hier eigentlich arbeiten, mit wessen Unterstützung und mit welcher Agenda, und würden über diese Festplanung mal sprechen, welche Feste soll es eigentlich geben, wie kann man diese angehen. Und dann gibt es noch einen Punkt gastronomische Betreuung. Wir haben ja jetzt hier einen neuen Pächter und auch da werden wir nochmal eingehender darüber sprechen, wie die Gastronomie tatsächlich als ein Element in diesem ganzen Museumsgeschehen entwickelt werden kann und sich auch fest etablieren kann. Welche anderen gastronomischen Leistungen da möglicherweise noch damit zu tun haben und auf dieser Basis quasi angedacht werden können. Das Ganze nochmal vom Organisationsmodell, so die Vorstellung ist, eher ein Museum zu haben, das ein offener Raum ist, in dem verschiedene Initiativen auch was machen können, die eingeladen sind, quasi sich hier auch zu betätigen. Natürlich muss das gesteuert werden und es muss mit einem Programm koordinieren, das das Museum hat. Aber wenn man diese Ehrenamtlichen und
und anderen Kräfte, die zivilgesellschaftlichen Kräfte so einer Region nutzen will, dann ist es sehr wichtig, die Grenzen quasi zwischen so einer Einrichtung, dem Museum und dem draußen, die zu öffnen und zu sagen, Leute, kommt rein, nutzt es, geht damit um, probiert was aus und wenn wir Glück haben mit der ganzen Angelegenheit, angenommen, wir kommen damit durch und der Kreistag bewilligt das am Ende, wenn das Projekt eine gewisse Reife erreicht hat oder das Konzept, dann hätten wir ja noch einige Jahre die Möglichkeit, mit dem Projekt der Kulturstiftung des Bundes dieses Modell auch zu begleiten und es zu erproben. Also das ist quasi eine Phase, das werden wir dem Landkreis auf jeden Fall empfehlen, sich diese Zeit auch zu nehmen, sich das anzugucken. Denn das, was wir hier vorschlagen werden, wird nicht einfach installierbar sein, sondern man muss dann sehr genau wissen, was man will. Und dann wird es aber auch ein paar Jahre dauern, bis es wirklich rund läuft. Das haben letztes Jahr gesagt, wenn sie funktionieren sollen. Das ist der Stand. Vielen Dank, Herr Anders. Ja, meine Damen und Herren, bitte Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt, Bemerkungen, Hinweise, Anfragen natürlich an Herrn Anders und Herrn Fischer, wie auch immer, zur Diskussion beigegeben. Frau Gabel, bitte. Ja, ich habe mal, was mir eigentlich ein bisschen kurz kommt, ist die Vermarktung des Museums. Also, Ihre Sachen gut, aber man muss ja auch mal sehen, wie kriegt man Geld rein in die Kasse. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Museum die Kosten, also wenn ein Drittel der Kosten durch das Museum reinkommt und umfällt, dass man dann die anderen zwei Drittel, dass dann der Kreis auch sagt oder Land, also die geben sich Mühe und wir sehen jetzt was und zuschussen das noch, sodass man das dann eher stellen kann. Ich habe da so im Hinterkopf ein bisschen, wir haben ja die Leute Wiener Busreisen zum Beispiel, die machen Tagesfahrten irgendwo hin. Warum kann man sowas nicht auch hierher holen? Wir haben das Oderbruch, wir haben eine Menge ringsherum, dass man über einen Tourismusverein vielleicht mit Reiseveranstaltern Kontakt aufnimmt. Dann kann man, dass man das vielleicht erstmal ein, zwei Tage in der Woche macht. Dann holt man Handwerker her, also altes Handwerk. Ich denke, wir haben in Thüringswerda jetzt Ansiedlungen. Habe ich erstaunt, was es alles gibt und wo die herkommen. Da ist ein Messerschmied zum Beispiel, der könnte hier ein, zwei Tage arbeiten. Eine Weberei ist da. Wir haben Töpfereien, wir haben Hufschmiede. So dass man die Kräfte bündeln kann und dann auch so eine Art Schlosslädchen macht, wo auch die Produkte der Region vermarktet werden oder die Töpfer irgendwie was. Und so dass das Museum auch daran verdient, so dass dann auch Geld reinkommt. Und da kann man ja erstmal probieren, ob man auf dieser Strecke was machen kann. Und wenn, ich meine, es muss auch erst wachsen, aber dass wir auch Leute hier wollen in die Region. Man könnte dann auch sagen, wir haben eine Menge Pferde hier, eine Kremserfahrt, ein Picknickkorb, eine Decke, oder ein bisschen Picknick fahren zum Wildgehege oder Storchenturm oder sonst wo. Wir haben ja genug. Und das muss ja nicht mit großem Aufwand betrieben werden. Die Leute, die von der Stadt kommen, die wollen ja Natur sehen. Und ich denke mal, dass sie dafür auch zahlen. Man sollte auch mal vielleicht die Schiene ein bisschen beleuchten. Frau Gabel, wir haben im Vorfeld diese Thematik schon diskutiert, aber vielleicht ist es tatsächlich noch ein bisschen zu früh dafür. Dennoch sind die Fragen, wir stellen wir, dann sollten wir auch drüber reden. Wir haben ja, begrüße ich noch Herrn Bürgermeister Lehmann hier und Herr Anders hat ja gesagt, die Stadt soll, muss und hoffentlich will auch mit ins Boot. Leider ist Herr Lübcke heute nicht hier. Vielleicht kann trotzdem Herr Lehmann, das soll keine freie Waldmann sein, Herr Lehmann, ein paar Worte sagen, wie sich die Stadt Bad Freienwalde ein Engagement seiner Tourismus GmbH vorstellen könnte, um genau dem zu entsprechen, was Frau Gabel gesagt hat. Das ist natürlich ein ganz wesentliches Element. Ich glaube, darüber sind bei uns insbesondere natürlich auch Herr Anders und Herr Fischer, aber alle anderen auch der Vorsitzende des Altrankler Traditionsvereins, Herr Leumann, natürlich im Klaren, ohne eine professionelle Vermarktung, professionell, ich glaube, da müssen wir den Schwerpunkt legen, würde mittel- und langfristig nicht gelingen, das
das alles zu erreichen, was Herr Anders in seinem Statement angerissen hat. Ja, bloß so, wer jetzt was sagen möchte. Also ich kann noch ganz kurz aus dem Konzept was dazu sagen, Herr Haus. Das ist vollkommen richtig. Es ist nur aus unserer Sicht so, dass die Substanz definiert werden muss, die ich am Ende auch vermarkten kann. Jetzt kann man sagen, hier ist doch so viel, das stimmt auch, aber vermarkten kann ich, sagen wir mal, Tourismus, logisch, nur Dinge, die als Format klar definiert sind, also eigentlich Produkte. Ich muss sagen, ich habe die und die Produkte in Form von Souvenirs, die Leute kaufen, oder ich habe die Veranstaltungsformate, die ich gezielt vermarkte. Und jetzt gibt es ja viele, aber das ist die gehört mit zu dieser Bestandsaufnahme, die wir in diesem Jahr machen, dass wir überlegen, welche Feste zum Beispiel soll es weitergeben, welche müsste es geben. Gibt es zum Beispiel Handwerkertage, die geeignet sind, sie gezielt touristisch zu vermarkten. Also diese ganzen Formate und Produkte, die müssen definiert werden. Wenn sie definiert sind, ist es relativ naheliegend, sondern dann auch nicht mehr so schwierig zu sagen, jetzt vermarkten wir die auch. Und da wäre eben unser Vorschlag, dass wir aufgrund der geringen finanziellen Ausstattung dieser Einrichtung nicht größer werden wird, aller Voraussicht nach, dass wir sagen, das kann man eher mit einem Partner lösen und sagt, hier sind die Formate, wir sagen dir, was wir machen, wann wir das machen, welche Slogans damit verbunden sind, welche Inhalte, was die Leute erwartet, aber auf die Tourismusbörse stellst bitte du dich. Das ist eigentlich so die Idee, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir die Ressourcen haben, um hier eine einzelne Marketingstelle zu schaffen. Dann fehlt es wieder an anderen Ecken. Aber diese Formate, das ist richtig, die sollten entstehen und einige müssen wir unbedingt auch in diesem Jahr benennen, damit wir auch diese integrierende Kraft von bestimmten Veranstaltungen haben. Dass wir sagen, da müssen wir bitte alle kommen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Danke, Frau Anders. Ja, ich würde eigentlich jetzt überhaupt keine Gegenvorschläge oder etwas unterbreiten, sondern einfach nur sagen, dass ich erstens sehr vorbildlich, sondern eigentlich sehr beruhigend finde, dass der Altfrankfurter Traditionsverein sich dieser Aufgabenstellung nicht nur bewusst ist, sondern dass er sie auch annehmen möchte. Ich glaube, also ich jedenfalls als Pressesabgeordnete bin da äußerst zufrieden, dass nicht nur Worte manchmal in bestimmten Krisensituationen gestellt werden, jeder sich dann doch wieder nicht mehr seiner Verantwortung stellen möchte, sondern dass man sich hier halt ganz bewusst ist und dass es auch wichtig ist, glaube ich, dass das Dorf, wenn ich das jetzt so bezeichnen darf, und wenn es ein Ortsteil von einem Stadtrat sein würde, dass das Dorf diese Einrichtung mitlegt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für uns als Kreistagsabgeordnete, um zu sagen, wir geben der Einrichtung tatsächlich eine Zukunft. Darüber nachzudenken, dass der Zuschuss, der jetzt gegeben wird, sich erhöht, da sollten wir ganz vorsichtig sein. Da sollten wir wirklich mit den Hoffnungen, die da gesetzt sind, ganz vorsichtig sein, sondern eher denken, dass das, was jetzt hier reinfließt in die Einrichtung, wenn es weiterhin finanziert wird, dann haben wir über die nächsten Jahre vom Kreistag schon etwas geschafft, wenn es nachher zum Schluss ist. Das mündet auch dann natürlich in ein wunderbares Konzept, weil hier noch mit 8 Baustellen beschrieben ist, was ich persönlich auch für richtig halte, dass man sich genau diese Baustellen anguckt und auch guckt, wo braucht man professionelle Unterstützung. Was ist im Ehrenamt möglich und können wir das über Ehrenamt tatsächlich leisten und wo brauchen wir Partner? Also grundsätzlich finde ich die Herangehensweise prima und sie zeigt, welcher Aufwand verbunden ist. Den könnten wir gar nicht alle so leisten und alle, die sich ja mal in dem Prozess im letzten Jahr ja gemeldet haben, scheinen ja auch immer noch im Boot zu sein, wenn es darum geht, zu überprüfen, verantwortlich zu überprüfen, ob man selber etwas mit einbringt. Und mit einbringen heißt meistens entweder Mann- oder Frau-Power oder Geld und Engagement. Also das gehört schon mit dazu, das muss man auch so deutlich sagen. So sind nachher die Ressourcen gestellt. So muss das sein. Also, da halte ich die Herangehensweise für unterstützenswert und denke, so muss man das doch machen. Wir dürfen uns auch wirklich kein Auge verkleistern, wo man merkt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Da muss man benennen, wer ist derjenige, welcher der jetzt da unterstützen kann. Sie haben von den Kommunikationsunternehmungen gesprochen, die getroffen werden, die halte ich auch für richtig. Dann hört man auch so ein bisschen die Stimme aus dem Dorf. Das kann man sich selber vorstellen und was hat einem vielleicht bisher überhaupt gar nicht gepasst. Das ist interessant. Ja, das würde ich glauben, dass das interessant ist. Danke, Jutta Lieske. Ja. Ich
möchte mal an das anschließen, was Jutta Lies gesagt hat, auch gehofft haben. Das war mir auch ein Bedürfnis. Ich habe nämlich nochmal in die Protokolle reingeguckt, als der Tagesordnungspunkt diskutiert wurde. Und einhellig kam von allen Fraktionen Hinweise, dass diese Einrichtung weitergeführt werden soll. Wir sind uns jederzeit auch bewusst, dass, das ist so richtig gesagt, schon ein Maximalziel wäre, wenn wir überhaupt das an finanzieller Unterstützung erhalten können, was bisher gekommen ist, ungeachtet dessen, dass es für den Rahmen, der mal vorgegeben war, nicht sehr viel ist. Aber da sage ich auch, wenn man das mit dem richtigen Engagement aller Bürger verbinden kann, lässt sich mancher Effekt rausholen, der vorher auf der rein rechnerischen Basis so nicht möglich war. Und ich muss auch annehmen und unterstreichen, es ist manchmal schwer in der Diskussion, diese Abschnitte anzuhalten und nicht, wenn man zusammensitzt, das war auch heute Nachmittag wieder zu merken, jeder möchte am liebsten immer alles bis zu Ende diskutieren, das wird uns aber nicht gehen. Aber ich bin sehr froh, als ich gehört habe, dass Frau Liebsch heute den Vertrag klar gemacht hat mit Herrn Anders. Das lag uns ja immer sehr auf der Seele. Das haben wir auch irgendwo öffentlich gemacht, in dem Sinne, dass das nun ja alles noch so in der Luft hängt. Und für uns hat es aber auch ein bisschen bedeutet, ich habe mit vielen Leuten erst nur Vorgespräche geführt, die immer ihre Bereitschaft bekundet haben, auch jetzt gerade am Sonntag wieder, wo ja viele Landwirte aus dem Ruderbuch hier waren. Es ist einem schwer, einen zu sagen, tritt mein Verein ein, weil wir das Museum retten wollen, wenn man nicht weiß, dass ganz ernsthaft von allen Seiten daran gearbeitet wird. Davon gehe ich im Moment aus und bin auch froh, dass es viel Zustimmung dafür geben wird. Und wir sind jedenfalls bereit, unseren Teil zu leisten und haben auch keinerlei Berührungsängste mit irgendwelchen Partnern. Weil selbstverständlich können wir das nicht alleine machen. Das ist schon vorher so. Und in einem Ort, wenn etwas funktioniert, passiert es nie von einem allein, sondern sind immer viele dabei. Das ist ja das Leben in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Und da erhoffe ich mir auch wesentliche Aspekte. Und weil wir hier auch ein politisches Gremium sind, möchte ich erinnern an die Worte des Landrats, die er bei seinem Empfang für den Kreistag gesprochen hat. Wie schwer es oft ist, dass die Bürger Verwaltungshandeln verstehen. Wenn hier sowas zustande kommt, dann verstehen sie auf alle Fälle, dass es hier eine sehr positive Form von Verwaltungshandeln gegeben hat. Und das ist ein positiver Anstoß für Demokratie und Zukunftsgestaltung. Danke. Danke, Herr Ari Fiedl. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage an Herrn Dr. Anders. Bisher wurde im Wesentlichen immer zwei Vereine angesprochen, die doch sehr intensiv mit dem Freilichtmuseum zusammengearbeitet haben oder auch zusammenarbeiten. Das war Traditionsverein und VfM. Es gibt aber noch einen dritten Verein, der sozusagen das Freilichtmuseum im Namen hat, der Förderverein des Freilichtmuseums. Inwieweit ist der zurzeit schon kontaktiert und ja, was ist auch dort im Ergebnis besprochen worden? Herr Fischer, ja. Ich habe Herrn Jahr angesprochen, den derzeitigen Vorsitzenden des Vereins. Und da laufen derzeit Gespräche sozusagen, inwiefern eine Fusion zwischen dem ATV und dem Fördervereinen sozusagen zweckmäßig wäre, weil die Leistungsfähigkeit des Fördervereins offensichtlich sozusagen begrenzt ist und für die Zukunft sehr begrenzt erscheint. Das ist unter Umständen und von daher ist sozusagen noch kein weiteres Gespräch erfolgt. Abzuwarten wäre, ob der Förderverein mit dem ATV zusammen eine Einheit bilden kann in Zukunft. Und von daher haben Sie erstmal Gespräche mit dem Förderverein, sozusagen haben erstmal hinten angestellt, dass der Förderverein da auch Klarheit hat und wer sich hinten bewegen will. Danke, danke. Ja, bitte. Das möchte ich noch kurz ergänzen, Armin. Es gibt ja hier auch eine ganze Reihe von Mitgliedern, die in beiden Vereinen schon immer sind.
schon ganz lange. Und von daher gibt es diese enge Verbindung im Prinzip. Aber das, was Sie sagten, da geht es natürlich dann nachher um Formalien, die sich aus den verschiedenen Vereinsgeschichten ergeben. Das wird eine Zeit dauern, aber da bin ich guten Mutes, dass wir zum Schluss alle gemeinsam an dem Ziel Erhaltung und Entwicklung dieses Museums arbeiten. Danke. Ja, meine Wortmeldung, Anführung kann ich nicht sehen. Dann vielen Dank. Dr. Keller ist anders. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4.1. Traditionsverein Altranf als künftiger Bestandteil bei der Zukunftsgestaltung des Freilichtmuseums Altranf. Herr Bernd Neumann, das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren des Sonderausschusses, über Altranftag und Herr Lehmann. Das eine oder andere ist schon gerade beantwortet worden, zu dem ich hier auch noch was sagen möchte. Aber zunächst mal natürlich möchte ich mich bedanken, dass wir die Chance erhalten, dass ATV uns hier also diese Geschichte Freilichtmuseum uns auch zu äußern. Wir sind aufgefordert worden, Stellung zu nehmen, ob der ATV sich imstande sieht, einen Träger oder für das künftige Museum zu übernehmen. Keiner allein, ja einer. Nach einem optimistischen Vorgespräch mit dem Landrat zu dieser Trägerrolle haben wir im Vorstand des ATV die Tragweite einer solchen Rolle kritisch geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir sind festen Willens in Form eines Trägervereins, der durch die Fusion mehrerer Komponenten gebildet werden kann, die Trägerrolle für das Museum zu übernehmen. Dies wurde ja von Herrn Anders anschaulich auch dargelegt. Wer sind wir? Dazu möchte ich also mal ganz kurz die Zweckbestimmung des ATV aus der Satzung zitieren. Zweck des Vereins ist es in Altranf, die Kultur, die Heimatpflege, das Brauchtum und den Gemeinschaftssinn zu fördern, sowie alte und neue Traditionen zu pflegen. Das Ziel soll dadurch erreicht werden, dass der Verein die Kultur und Tradition im Ort pflegt und fördert. Das geschichtliche Erbe soll in unserer Gemeinde bewahrt und die Chronikarbeit im Ort gefördert werden. Und daraus ergibt sich schon erst einmal der Anspruch am Erhalt des Museums beteiligt zu werden. Der Altranfer Traditionsverein, dessen Mitgliederzahl sich in binnen kurzer Zeit gut 20% auch erhöht hat, aufgrund dieser ganzen Situation. Und jetzt kommt die Frage, der Förderverein Freilichtmuseum Altranf, und auch dazu möchte ich dann mal kurz aus der Satzung zitieren. Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Förderung, Erhaltung und Darstellung der Natur- und Kulturerbes im Brandenburgischen Freilichtmuseum Altranf und seiner Außenstellen sowie deren Entwicklung. Auch damit prädestiniert, also zwischen diesen beiden Vereinen und den Vorständen sind also bereits Beratungen durchgeführt worden auf Vorstandsebene. Und beide sind aufgefordert in ihren Jahreshauptversammlungen. Die erste wird sein, die des ATV am 20. März und die nächste Förderverein im April, dieses Problem anzusprechen und von ihren Mitgliedern im Prinzip eine mögliche Fusion auf den Weg zu bringen. Herr Fischer sagte schon, der Förderverein ist momentan dabei, rechtliche Dinge abzuklären. Da hat es mir auch die Geschäftsführerin Frau Meier bestätigt, weil ja dann noch ein paar Dinge damit dranhängen. Was sind wir? Wir sind ein Verein erfahrener und erfolgreicher Betriebsgründer und Leiter und Kulturmanager, Wissenschaftler, Landwirte, Handwerker, Vereinsvorsitzender und so weiter. Heißt also, der Verein, der Altranfer Traditionsverein, hat ein breites Spektrum von Mitgliedern, die also alle auf ihrem Gebiet zumindest erstmal wissen, worum es geht und auch, was sie sich zutrauen. Wir haben mit der Gestaltung inhaltlicher Konzepte, mit Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen bewiesen, dass im ATV ein großes Potenzial steckt. So haben wir bereits mehrfach bei der Gestaltung von Erntefesten und Flugtagen gezeigt, dass in Altranf viel Sachverstand und Einsatzwillen vorhanden ist.
Über Jahre wurde die Rasenpflege im Schlosspark von ortsansässigen Landwirten vorgenommen. Verschiedene Kulturen wurden dabei extra für das Museum angebaut. Heißt also, es besteht auch Sachverstand in der Pflege solcher Parkanlagen, die ja eigentlich ein Aushängeschild eines Schlosses sein sollten und müssen. Viele Kenntnisse auf den verschiedenen Gebieten bringen zahlreiche Mitglieder mit ein, die direkt im Museum in unterschiedlichsten Anstellungsverhältnissen tätig waren. Wir haben also im Altramfter Tradition viele Mitglieder, die, wie gesagt, in welcher Anstellungsform auch immer, über viele, viele Jahre auch verantwortlich im Museum gearbeitet haben, die also sehr wohl wissen, wie ein Museum funktioniert, die also sehr wohl wissen, was brauche ich, um attraktive Feste zu organisieren, wie zum Beispiel Handwerkerfeste, die also auch die Netzwerke geknüpft haben, um Handwerker. Und wenn es natürlich jetzt wieder so eine Ansiedlung besonderer gibt, das ist das natürlich eine ganz besondere, ist besonders interessante Angelegenheit. Da weiß man also schon mal wieder, wohin man also gehen kann. Welche Kompetenz haben wir? Hatte ich schon gerade auch erwähnt. Die Kompetenz geht also schon dahin, dass also die Leute, die Mitglieder des ATV und eben auch des Fördervereins auf ihren Gebieten auch in der Lage sind, wissenschaftliche Abhandlungen zu verfassen, um daraus dann letztendlich Konzepte für das Betreiben eines Museums in welcher Form auch immer zu leisten. Achso, ja, Konzepte, ich wollte es noch vorneweg sagen, irrtümlicherweise, weil ich heute noch angesprochen wurde, schon in Selo stand in der Presse, dass der ATV heute Konzeption zum Museum vorstellt. Das ist natürlich nicht der Fall, das wurde also, warum auch immer, völlig falsch interpretiert. Also, ich wollte es also noch gesagt haben, ich also vergesse. Kompetenz zeigt sich auch darin, dass wir beispielsweise einen jungen angehenden Tischlermeister im Dorf haben, der von seiner Wohnlage her so gelagert ist, dass er tagtäglich das leider über 25 Jahre zerfallene Mittelflurhaus vor Augen hat und sich also vorstellen kann, nachdem er sich angesehen hat, dass man mit relativ wenig Materialaufwand, aber über viele Jahre natürlich, auch dieses Gebäude wieder herrichten kann. Was leider, obwohl der Museumsleiter Architekt ist, in den 25 Jahren nicht geschafft wurde, obwohl damals auch noch museumseigene Handwerker vorhanden waren. Also das heißt, wir haben also durchaus Kompetenzen um das eine, und wenn es dann auch darum geht, die Objekte, die Immobilien des Museums entsprechend zu bewirtschaften, dass wir auch wissen, worum es da ankommt. So wurde beispielsweise, das muss ich mir erst erklären lassen, weil ich das also nicht kannte, aber es ist natürlich eine sehr interessante Geschichte, durch Vereinsmitglieder eine historisch betrachtete Bewertung der Pflege des Schlossparkgartens selber vorgenommen und durch eine entsprechende Stellungnahme dazu erarbeitet, mit dem Ergebnis, dass dieser wieder in dem geforderten Zustand herzustellen ist. Ja, also auch da liegen Kompetenzen bei unseren Mitgliedern, um auch solche Dinge bewerten zu können. Partnerschaften. Durch zahlreiche Gespräche wurden uns Partnerschaften vor Ort zugesichert. Vom Feuerwehrverein, der sich also vorstellen kann, historische Feuerausstellungen und Wettbewerbe zu organisieren. Weiter ist denkbar, dass die Jugendfeuerwehr zum Beispiel das historische Spritzenhaus betreut. Der Anglerverein, der sich einbringen will, um das Fischerdorf Altranft darzustellen in Form von Fischerfesten. So sind wir auch der Mitarbeit des Reitvereins versichert worden, weil das Thema Anstand Pferde. Auch diese Fragen sind schon besprochen worden. Weiter liegen uns also Zusagen von Handwerkern, Landwirten und auch von weiteren anderen Vereinen vor, die also zur Mitarbeit bereit sind. Aber kommen natürlich immer die hinterher. Nur wenn wir auch definitiv wissen, dass es mit dem Museum auch so weitergehen wird. Weil dann sehen manche nicht unbedingt dieses Bedürfnis, sich einzubringen.
Also da ist schon ein gewisser Brisanz mit drin, aber grundsätzlich haben Sie erstmal auch alle ihre Bereitschaft erklärt, diese Dinge mit anzugehen. Bereits in der Vergangenheit hat sich der Jagdverein zum Beispiel groß eingebracht, indem auch die Ortschronik, die ja leider heute nicht erwartbar ist, quasi vorfinanziert hat. Gemeinsam mit anderen Vereinen hat der ATV das Kriegerdenkmal, die Kriegsgräberstätte, wiederhergerichtet, an der seit einigen Jahren der jährliche Volkstrauertag stattfindet. Im letzten Jahr der kreisübergreifende Veranstaltung. Wir haben Gespräche geführt mit dem Bertolt-Brecht-Gymnasium, um dieses Gymnasium zu gewinnen, Schülerprojekte durchzuführen, die sich also mit dem Museum und mit allen Belangen des Museums beschäftigen. Es liegt also auch die Bereitschaft vor. Wir müssen jetzt nur noch weiterreden und sagen, jetzt kann es losgehen. Ja, auch diese Dinge sind bisher sehr gut angelaufen. Auch die Frage Stephanes Stiftung wurde angesprochen und kam das mit diesem Dorfladen oder Schlossdorfladen, wie auch immer. Auch dieser Hinweis kam mal, um das einfach mal zu sagen, aus den Reihen des ATV von einem Eingeborenen, ein Beamter, der weiß, wo hier ein Dorf noch früher ein Dorfladen, wie wir alle noch, ich als Kind zumindest auch noch kenne, existiert hat, dass man diesen wieder einrichten könnte mit Unterstützung zum Beispiel der Stephanes-Stiftung. Und auch da gab es Gespräche mit Frau Marx, die natürlich die Möglichkeiten prüfen muss, aber grundsätzlich gab es da erstmal einen Konsens zu dieser Geschichte. Was tun wir gegenwärtig? Da die Überführung einer kulturellen Einrichtung aus der Kreisträgerschaft in eine private Trägerschaft nicht leicht ist, wollen wir uns natürlich Beistand und Unterstützung von erfahrenen Leuten, die einen solchen Übergang vorgenommen haben und adäquate Museen erfolgreich führen. So haben wir uns entsprechend Informationen von der Leiterin des Kreismuseums in Heinsberg, Frau Dr. Müller-Jans-Wickmann, eingeholt, welches das gleiche Schicksal leiden musste und seit 2011 durch einen Trägerverein getragen wird. Am 28. März werden wir einige Vorstandsmitglieder zu einem Gespräch mit dem Vorstand der Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg im Landkreis Harburg und dem Museumsdirektor Professor Dr. Rudolf Wiese nach Hamburg fahren, beziehungsweise nach Kiekeberg fahren. Sein Museum geht diesen Weg erfolgreich seit 2003. Am 29. März werde ich persönlich noch, weil ich schon den Kontakt habe, wir den Bauernmarkt im Museumsdorf Volksdorf in Hamburg ansehen, um zu sehen, was machen andere, wenn sie einen Markt organisieren. Was wir wissen ist, dass sich in den erfolgreichen Museen die Verantwortlichen, Landräte und Bürgermeister, nachzulesen auf den Internetseiten, Sparkassenvorstände und Unternehmer an die Spitze gesetzt haben und die Übernahme der Einrichtungen somit unterstützen. Darüber hinaus pflegt ein Mitglied des ATV intensive Gespräche mit dem Museumsverband der Stadt Freiberg, also dort lange in der Stadtverwaltung auch gearbeitet hat. Was können wir nicht, und das hat auch Hanlas natürlich schon weit ausgewiesen, was wir nicht können, was auch nicht die Aufgabe sein kann, ist die professionelle Leitung des Museums und deren zwingend notwendiger hauptamtlicher Mitarbeiter, aber deren Leitung über das Modell eines Trägervereins. Und was wir nicht können, ist die Finanzierung natürlich. Hierfür bedarf es zwingend der zwingenden Zustimmung der Politik, eine ausreichende Grundfinanzierung, um ausreichend jetzt des Immobilienbestandes und der Lohnkosten zu sichern. Und was erforderlich ist, ein klares Bekenntnis des Kreises Bergisch-Oderland, der Abgeordneten des Landkreises, der Stadt Bad Freienwalde, der Abgeordneten des Stadtparlaments zum Erhalt und der Förderung dieses Juwels Freilichtmuseum Altrampf. Wir, die Mitglieder des ATV, gehen davon aus, dass die wichtigste kulturelle Einrichtung des Landkreises erhalten bleibt. Der ATV wird daran konsequent mitarbeiten.
Ich appelliere ja an alle, die diese Verantwortung mittragen, dass jeder an seiner Stelle mitwirkt, dass wir die volle Unterstützung bekommen und die Finanzierung dieses Vorhabens so gewährleistet wird, um es ein ebenso erfolgreiches Museum führen zu können wie in Heinsberg, Kiekeberg und anderswo in Deutschland. Wer also noch viel mehr Unterstützung bieten möchte, den bieten wir also hier gleich im Original an, auch Mitglied des ADV zu werden, um künftig auch daran teilhaben zu können, dass er am Wachsen und Gedeihen des Museums in einer neuen Form teilhaftig werden kann. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Bernhard Neumann, für diesen Bericht. Wir konnten hören, dass es hier einen sehr lebendigen, regen, aktiven Verein in Altranf gibt, der sich in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich das alles richtig interpretiere, sehr intensiv mit dieser spezifischen Aufgabe befasst hat. Für mich ist es Herrn Neumann gelungen, das rüberzubringen. Ja, meine persönliche Meinung. Jetzt zur Diskussion zu diesem Beitrag. Bitte schön, die Damen und Herren Abgeordneten. Also, Entschuldigung, wir haben so eine Geschäftsordnung. Ja. Und die Geschäftsordnung sagt, leider ist es so, dass in der Tat wirklich nur Abgeordnete reden dürfen, es sei denn, ihr stellt jemand einen Antrag, im Auditorium, dass, genau, dass Cäsar Schmidt das Rederecht hat. Ich wollte nur was Positives. Also noch ist es nicht geschehen. Ich würde den Vorschlag unterbreiten, wer hier heute einen Beitrag zur Sache leisten möchte und auch so Anfragen an diejenigen, die bisher Bericht erstattet haben, sollte das möglich machen, weil wir sind eine überschaubare Gruppe und ich glaube, der Ausschussvorsitzende ist durchaus in der Lage, das hier zu leiten und unter Kontrolle zu haben. Vielen Dank für die Brücke. Also wer dafür ist, dass wir so verfahren, den bitte ich von den Abgeordneten um das Handzeichen. Gegenstimmen kann ich keine sehen, Stimmen und Haltung ebenso nicht einstimmig. Bitte, Cäsar, jetzt bist du dran. Ja, unser Vorsitzender Bernd hat ja nun viel gesagt und ich als Bürger von Altramf habe mir von ersten Tag, also von 45 Jahren, wo ich Altramf da wurde, eingebracht, jedes Jahr und jeden Tag. Und er kann natürlich verbuchen, dass ich als fördernde Mitglied werde im ATV. Ich bin ja in allen Vereinen schon fördernde Mitglied, ich werde sie mir alle aufzählen, weil das einfach für mich ein Bedürfnis ist, da auch mein Anteil. Ich habe, wer jedes Dorf ist, das die Stadt gefunden hat in Altramp oder generell werden andere Feste. Immer meinen Beitrag geleistet und habe es mit angeschoben. Das wollte ich nur sagen, Bernd. Danke, Cäsar. Kommt kein Beifall? Ja, bitte weitere. Ja. Also wir müssen ja jetzt wirklich gar nicht so übermäßig viel dazu sagen, weil Herr Neumann hat, glaube ich, eindrucksvoll nochmal unterstrichen, dass er ernsthaft sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie Sachkompetenz besitzen im Verein, die sie nicht jetzt erst einbringen, sondern die sie bisher auch schon eingebracht haben und dass sie weiterhin gewillt sind, sich andere erfolgreiche, das ist auch wichtig, erfolgreiche museale Einrichtungen innerhalb von Deutschland angucken wollen, sich weiterhin stärken in dem Thema und sagen, sie können jeder Unterstützung gebrauchen und werden die auch nicht ausschlagen, wenn sie zu dem konzeptionellen Ergebnis passt. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Grundlage, dass die Bevölkerung, also sprich der Traditionsverein dahinter steht und jetzt muss die Sache auch ein Stück weit wachsen, auch konzeptionell wachsen. Wir können jetzt hier heute ganz viel versuchen. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was Herr Anders gesagt hat, dass man sich zu den Festen, die tatsächlich erforderlich sind und mit denen man Erfolg haben kann, dass man sich da verständigt. Denn wichtig ist auch immer, dass die Bevölkerung vor Ort an die Festen partizipiert. Nicht nur, dass man schielt, den kriegt man von Überörtlichkeit, sondern man muss auch wissen, wer trägt das hier vor Ort mit,
wen können wir dazu haben? Wir sind ja eigentlich auch nicht so, wir sind zwar eine dünn besiedelte Region, aber wenn es um Feste und Feierlichkeiten geht, die eine grundsätzliche Verankerung in der Region haben, dann kommen die auch aus allen anderen Teilen dieses Landes hier. Ja. Insofern glaube ich, dass es gelingen kann. Ich glaube schon, dass es gelingen kann. Danke, Peter Lieske. Achim, vielen wortlos. Also ich persönlich halte es für äußerst wichtig, dass wir heute zu Beginn dieses Prozesses den Vereinsvorsitzenden für den Altrafter Traditionsverein hier hören konnten mit all seinem Engagement und Optimismus, weil eben in den letzten Wochen über den Traditionsverein Altraft und über seine künftige Rolle sowohl durchs Büro für Landschaftskommunikation als auch über die Presse kommuniziert wurde, dass es so ist. Aber das heute in dieser Runde hier als klare Aussage, als klares Signal gesagt zu bekommen, mitzunehmen, jeder Abgeordnete und alle, die heute hier sind, ich glaube, das war ganz, ganz wichtig und aus dem Grunde nochmal herzlichen Dank, Herr Lange. So, Achim Fiedler, bitte. Ich bin ja nicht nur Kreistagsabgeordneter, sondern Stadtverordneter. Ich bin auch Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung. Der Verein beschäftigt sich seit gut einem Jahr mit dem Thema Freilichtmuseum Altranft. Wir haben im vergangenen Monat war Herr Fischer bei uns. Wir hatten ein sehr intensives Gespräch und im Ergebnis dieses Gesprächs und dem Vortrag heute von Herrn Neumann ist für mich klar, wir müssen relativ zeitnah mit den Vorständen zusammenkommen, um gemeinsam abzustimmen, auf welchen Feldern können wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich verrate ja hier kein Geheimnis, dass ja der VfB Kur auf der Grundlage von Arbeitsfördermaßnahmen ja gut 20 Jahre hier im Freiburg mitwirkt. Und also für bestimmte Bereiche seine Kompetenz hat. Günter Kürzner ist derjenige, der viele Dinge auch konzeptionell auf den Weg gebracht hat. Also ich denke, wir haben hier gemeinsam starke Kompetenzen, mit denen wir etwas bewegen können. Und ich denke, wir haben in der kommenden Woche Vorstandssitzung, ich werde das für den Vorstand beraten und wir werden uns dann auch zeitnah sicherlich verständigen können, wann wir uns treffen, um uns dazu entsprechend auszutauschen. Ich denke, wir sind jetzt an einer Stelle, wo das einfach zwingend notwendig ist. Danke, Achim. Ja, hallo. Ich möchte das nur kurz unterstreichen, Achim, was du sagst, wie schon vorhin mal ausgesprochen. Wir haben immer auf dieses Signal gewartet, es gibt wirklich zumindest diesen offiziellen Start. Ja. Und das war ja Voraussetzung für uns, dass wir mit Hartmann zusammenkommen. Ich hatte schon am Rande der Veranstaltung, die in Winston war, mit Frau Roth gesprochen. Und wir hatten uns gegenseitig versichert, wir wollen Partner sein auf alle Fälle. Da haben wir nicht mal gesagt, wer von uns irgendwie was entscheiden muss. Die Hauptsache ist, dass das Freilichtmuseum ist. Und wir werden gemeinsam daran arbeiten. Und dann bin ich guter Hoffnung, dass das, was du heute vorschlägst, auch in absehbarer Zeit passiert, im gegenseitigen Nutzen. Danke, Herr. Ja, weitere Bemerkungen? Ich würde vielleicht mal abschließend sagen, man muss bei all dem, was man natürlich tut, immer auch die Situation, hat Jutta Rabe doch schon gesagt, der Einnahmenseite auch ein Stück weit im Griff behalten, wie man das auch konzipiert. Es muss langfristig ertragfähig sein, das Konzept, was hier entwickelt wird. Und deshalb muss man ganz viele kreative Ideen entwickeln, wie man dazu kommt. Ich hatte schon mal Neumann zugeflüstert, ich kenne ihn vom Gutshof in Friedersdorf-Vogelsdorf. Ist auch ein Verein, der sich eine ziemliche Investitionsvorhaben auf den Brief geschrieben hat, dass er das umsetzen will. Die sind auch schon ganz gut vorangekommen. Die haben so etwas wie einen Museumsfonds oder einen Investitionsfonds aufgelegt, wo die Bevölkerung die Möglichkeit hat, wenn sie sich nicht durch Manpower oder durch Ideen oder Tatkraft einbringen will, sich durchaus auch finanziell an den Verein wenden kann und Fondsanteile, die natürlich keinen materiellen Wert haben, sondern ideellen Wert, aber wo man dann seinen Anteil auch mit einbringen kann.
Also mit solchen Dingen muss man sich auch auseinandersetzen, wo man vielleicht sagt, jährlich gibt jährlich 100 Euro dazu, kann mich zwar nicht mehr so einbringen mit Kräften und Gedanken, aber finanziell bin ich gerne dabei, der Region noch etwas auf die Tasche zu. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man da einbeziehen muss oder kann. Danke. Ja, wenn es zu dem Tage, bitte, Bernd Hoffmann, Ortsvorsteher von. Ich will mal so ein bisschen Spaß kommen, aber ich muss sagen, was der Mann heute hier dargelegt hat, ist genau das, was der Verein die ganzen letzten Wochen getan hat und gemacht hat. Aber mir fehlt jetzt ein bisschen das Feedback vom Kreis irgendwie, so, was da machen, was wir da machen. Wie weit denn die Unterstützung gehen könnte, wohin das war jetzt nicht so. Mir fehlt das Feedback vom Bürgermeister. Ich sehe ja nicht, aber es hat dazu. Das gehört auch mit dazu, dass man da ein bisschen mal was hört. Das kommt denn, wie weit können wir gehen, was dürfen wir? Ja, gut. Kerstin Liebsch und dann Dennis Anders. Wenn Sie gestatten, würde ich versuchen, darauf eine Antwort zu formulieren. Herr Anders hat es ja vorhin gesagt, dass wir quasi jetzt den ersten Schritt heute in der Steuerungsgruppe gegangen sind. Und der nächste Schritt ist, an dem also meine Kollegen und ich gerade dran arbeiten, das sämtliche Zahlenmaterial so aufzuarbeiten, dass wir sozusagen auch die Kosten pro Gebäude, Grundstück identifizieren können, um dann auch zu verlässlichen Aussagen zu kommen. Und dazu bitte ich jetzt um ein bisschen Geduld, da braucht man ein bisschen Zeit, um das alles zusammenzutragen, weil ich habe kein Computerprogramm, wo ich auf den Knopf drücke und die Zahlen sind da und in der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland gibt es das auch nicht. Das war das Erste, was ich gerne dazu sagen will. Und zum anderen möchte ich einfach gerne nochmal daran anknüpfen und sagen, dass es sehr wichtig ist, bei Ihnen allen jetzt im Kreistag eine politische Stimmung zu erzeugen. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir die finanziellen Mittel, die wir bis jetzt hatten, tatsächlich auch zukünftig haben. Zumindest für die erste Phase, die von 2016 dann bis 2021 geht. Und ich glaube auch, dass es eine gute Grundlage wäre, um tatsächlich diese Partnerschaften, die sich jetzt hier ergeben, anbahnen und tatsächlich auch dann niedergeschrieben werden und verbrieft werden, eine Möglichkeit findet, um auch zu beweisen, dass die Partner das miteinander können. Und dann kann man sicherlich auch das ein oder andere Geld noch woanders her andocken und beschaffen und ein gutes Vorbild sein für größere Unternehmer im Landkreis oder sogar in ganz Brandenburg und für auch die Sparkassen. Die haben uns bisher auch nie alleine gelassen. Vielleicht dazu als Antwort auf die Frage. Danke, Kerstin. Entschuldigung, ja. Also ich will natürlich den Kreistagsabgeordneten oder Herrn Seifert oder den Bürgermeister das Wort nicht stehlen. Ich will ihn nur vielleicht ein bisschen schützen, weil wir selber das sehen in dem ganzen Konzeptionsprozess, dass es im Moment nicht seriös wäre, irgendwelche Zahlen hinzustellen und zu sagen, das machen wir, weil tatsächlich das ziemlich vertrackt ist. Was wir heute sozusagen in der Steuerungsgruppe besprochen haben mit dem Landrat, ist, dass wir auf dieser Grundlage jetzt erstmal weiterarbeiten können und auch Zahlen erarbeiten können, die wir dann vorlegen. Und über die werden dann, also wird dann im Kreis und auch zum Teil in der Stadt also entschieden oder bei allen Partnern entschieden werden müssen, ob sie bereit sind, quasi das auch zu tragen. Es ist im Moment aus meiner Sicht sehr, sehr schwer. Also so eine Rahmenbedingung vorzugeben. Andererseits ist es genau die Schwierigkeit der letzten Wochen gewesen, dass wir uns sozusagen ohne eine klare Vorgabe halt auch schnell im Kreis drehen, ne? Weil man immer sagt, na, was ist nun? Und aber irgendwelche abstrakten Zahlen eigentlich auch nicht wirklich weiterhelfen. Wenn wir sagen, wir arbeiten uns über diese verschiedenen Bereiche vor, ist damit gemeint, dass wir für diese verschiedenen Bereiche auch den Finanzbedarf klar benennen. Und realistisch abwägen, wie viel ist nötig, damit es überhaupt passieren kann. Und deswegen nur noch ein Wort zu der Einnahmenseite. Das ist auf jeden Fall richtig, dass so eine Einrichtung auch versuchen sollte, Einnahmen zu erzielen. Wir denken allerdings, man sollte genau überlegen, an welche Leistungen dieses Museums man diese Einnahmen nachher koppelt.
Denn es ist sehr wichtig, es sind öffentliche Kulturmittel, die hier reinfließen. Und deswegen sollte das öffentliche Interesse an den einzelnen Formaten und Veranstaltungen auch definiert sein. Also um ein Beispiel zu sagen, ich kann einen großen Handwerkermarkt veranstalten und es gibt sehr verschiedene Modelle. Ich kann die Handwerker dafür bezahlen, dass sie herkommen. Ich kann von ihnen Geld nehmen dafür, dass sie hierher kommen und was ausstellen dürfen. Oder ich kann sagen, ihr kriegt nichts, ich will nichts von euch, aber ihr müsst tun, sozusagen, was unser Tanz, was unsere Choreografie vorgibt. Weil nur dann haben wir den Effekt, den kulturellen Effekt, den wir uns wünschen. Und das ist ein sehr großer Unterschied. In dem einen Fall erziele ich Einnahmen, aber möglicherweise auch Frustrationen. Im anderen Fall habe ich Ausgaben und belaste meinen Haushalt. Und deswegen müssen wir genau überlegen, wie ist es möglich, finanzielle Anreize auch fruchtbar zu machen für die Museumstätigkeit und nicht an anderen Stellen finanzielle, sozusagen, finanzielle Last zu tragen, die nachher eben auch diese öffentlichen Kulturmittel wieder korrumpiert. Das ist nämlich dann auch schade. Danke. Kenneth Anders, ich denke auch, jegliche Form von Aktionismus würde uns in der Zeit nicht weiterbringen. In Bezug auf, wer jetzt was vorwagt oder nicht. Wir sollten Step by Step die Dinge angehen und wie wir sie angehen, haben wir endlich gehört. Und so sollten wir, denke ich, auch verfahren. Denn eine Anregung ist ja schon gekommen, eine der in der nächsten, wahrscheinlich in schon der nächsten Sitzung wäre es durchaus sinnvoll, unter Einbeziehung des VfBQ eine ähnliche Form zu finden, wie heute mit dem Altrampfter Traditionsverein. Die Stadt sollte in allernächster Zukunft ebenso die Möglichkeit bekommen, ihre Dinge hier vorzutragen und in dem Zusammenhang einfach von mir an die Abgeordneten die Bitte, dass so wie in der Hand habt, sie mir die Möglichkeit geben, die jeweilige Tagesordnung dann auch immer mit Herrn Kenneth Anders inhaltlich, die inhaltlichen Punkte, wo wir uns auf ein, zwei Punkte mit Sicherheit immer beschränken werden, dass ich die Dinge dann auch immer so abstimmen kann. Wenn jetzt da keine grundsätzlichen gegenteiligen Auffassungen bestehen oder heute schon Tagesordnungspunktvorschläge gemacht werden würden, dann würde ich das als Einverständnis mitnehmen und auch gerne so verfahren. Ja, bitte. Ich würde einen Wunsch äußern, weil sicher gezeigt hat, dass der ATV der Träger gerne sein möchte, der auch Koordinator und vielleicht auch Hauptverantwortungsträger, der sich das vorstellen kann. Wenn da jetzt nicht noch 10, 20 andere dazukommen, die ich derzeit auch nicht am Horizont erkenne, glaube ich, dass es zwingend erforderlich ist, dass der ATV auch immer an den Sitzungen des Sonderausschusses teilnimmt. Immer ein Vertreter mindestens, wird vielleicht nicht immer der Vorsitzende sein können, der dann auf jeden Fall mit am Tisch sitzen sollte. Finde ich jedenfalls, dass es wichtig ist. Und vielleicht auch nochmal zu Bernd Hoffmann. Ich glaube, hier sitzen jetzt auch die Mitglieder des Sonderausschusses, rekrutieren sich in der Regel aus örtlichen Abgeordneten dieses Landkreises. Und wir müssen alle das, was an Entscheidungspotenzial jetzt hier entsteht und an Entwicklung auch wieder in unsere Fraktion zurückspiegeln. Und brauchen natürlich eine glaubwürdige Variante, dass die Nachhaltigkeit für das Museum in Altrampf gesetzt ist. Das ist derzeit noch zu früh. Deshalb kann man jetzt nicht einfach wieder Lippenbekenntnisse erwarten. Die würden wir auch nicht kriegen durch einen einfachen Beschluss des Kreistages, der jetzt sagt, wir glauben daran, sondern da müssen wir den entsprechenden Beweis antreten. Ja, und das können wir nur gemeinsam entwickeln. Das ist im Moment noch zu früh. Ich wollte keine Zahl nennen. Ich wollte nur ein hypothetisches Feedback von Kreistagsabgeordneten, wie die Entwicklung gehen könnte. Mit Altrampfter hatte ich ja vorgeschlagen. Ich wollte keine Zahl nennen. Das ist immer so eine Sache. Die Sache ist gesagt. Okay, ich könnte mal vielleicht klarstellen. Ja, deswegen in der Runde und in der Zusammensetzung natürlich. Ich unterstelle mal, das haben wir schon beim ersten Mal gesagt, alle, die in dieser Runde hier in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete sitzen, sitzen hier, weil sie ein positives Ergebnis zugunsten des Freilichten Museums einfach erzielen wollen. Okay. Vielleicht beim nächsten Mal, Bernd, dazu ein paar mehr Informationen in dem Sinne, wie du dir das heute hier, vielleicht heute schon, weitere Bemerkungen, Hinweise, Anregungen.
Dann nicht. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Informationen. Eine Frage. Also ich habe nur die Information, da, das sollten wir auch im öffentlichen Sitzungsteil machen, den Vorschlag für den Sitzungsplan des zeitgleichen Ausschusses. Ich hatte schon mal nochmal zur Bekräftigung schon eingangs gesagt, wir sollten beim April nicht den 14. nehmen, sondern uns gleich auf den 28. konzentrieren. Ja, Frau Merz. Ja, der 28. Jugendhilfeausschuss, da blieb denn leider nicht da und am 13. Oktober auf. Ich habe das hab ich wohl gesehen, aber ich habe einfach keine anderen Termine gefunden. Ich musste ja doch mehrere Pläne abstimmen miteinander. Und jetzt liegt es so vor, ich habe das wohl gesehen, aber. Vielleicht kann es ein Vertreter auch. Ja, vielleicht ein Vertreter. Macht die ganz gut. Ja, das ist schon verstehen. Verstehe ich schon. Gibt's? Natürlich, der Einwand ist berechtigt, aber. Ich habe da wirklich intensiv Termine gesucht und das waren die einzigen, die ich gesucht habe. Also wer dafür ist, dass wir nach diesem Plan verfahren, den bitte ich ums Anzeichen. Okay, Gegenstimmen. Also mehrheitlich. Okay. Ja, nee, das verstehe ich ja. Dann wird es auch in den Plan. Internetplan des Landkreises eingestellt, mit diesem Termin nicht der 14., sondern der 28. April. Okay, wenn nichts weiteres liegt an Sonstiges, dann ist der öffentliche Sitzungsteil beendet und ich muss einfach herzlich bitten, unser Geschäftsordnung entsprechend, wir müssen ganz kurz die Lichtöffentlichkeit herstellen. Würde Sie bitten, beim Rausgehen an der Kasse vorne beim Würfen vorbeizugehen und das Konsumierte zu bezahlen. Ist offen, können Sie reingehen, ja.